aus. Gegner können von links kommen und von rechts. Um den Expon-Punkt. Ach, Seven Sisters. Norden. Ich muss Gepanzerte mit Gift töten. Deswegen die ganze Zeit immer den Umstand mit dem. Oh, Gegner. Müssen Richtung Gefängnis nach Osten. Na, da wo die Gegner sind. Dolores. Da oben ist übrigens auch ein Gepanzerter. Dann komm ich doch mal rum. Du kannst auch hier hoch. Ich glaube fast, der Boss ist nicht im Pelikan.
Ich gehe hier auch von aus. Ah ja, Clues sind beide rechtsseitig. Enten. Ah, Clou schreit. Zwei Mann. Lauf nach links weg. Aufhaltungspunkte. Ah, sind weggelaufen. Sind schon da, wenn es hinten. Schreit schon wieder. Wo kommen wir von rechts? Und weiter nach links. Nur so, einer übrig. Sind wieder zwei. Ja. Ich muss mich heilen. Einer ist rechts von mir. Ja, beide. Verbrennt hier. Ja, sind beide rechts von mir. Hier sind natürlich Krähen. Bin ich wieder da. Wer sind wieder da? Die Gegner sind wieder da. Der Clou schreit wieder. Sind wieder näher.
Ob sie sind noch gegen Norden. Ja. Ja, sie sind rechts. Richtung Osten. Neben mir hinter der Mauer ist, glaube ich, einer. Ich habe hier nur leider eine Giftwolke. Die ich machen musste, damit die Krähen tot waren. Einer ist hinten im Turm drin. Getroffen, einer ist hier vorne um die Ecke. Hat sich geheilt. Ist da unten jetzt. Pass auf, dass du nicht von hinten, weil ich weiß nicht, wo der andere hin ist. Ja, einer scheint oben noch immer hinter der Mauer zu sein. Ja, ja, aber nicht, dass er sich rumschleicht. Ich bin ja jetzt auch wieder woanders. Tot. Da unten? Ja. Der andere ist hier irgendwo. Im Haus. Ja, oben auf der Empore ist er. Zwei. Es sind zwei. Einen habe ich erwischt. Da ist er wieder. Tot. Ich weiß nicht, ob beide tot sind. Eine Leiche, zwei Leichen. Dann war das ein Solo. Ja, vielleicht. Er hatte zufällig auch eine Cowboy-Uniform an, sozusagen. Ja. Also, Cowboy haben sind sie alle, aber so eine ähnliche Cowboy-Kleidung an. Ich hoffe, der hat sich. Ne, der liegt noch da. Hat sich nicht aufgestellt. Aber ich würde vielleicht hier vorne erstmal reingucken, ob da nicht einer drin sitzt. Ah, einverstanden. Weil das wäre so eine schöne Up-Aim-Stellung. Guten Tag! Guten Tag! Ne, hier ist keiner. So, das war's zum Thema Adrenalin für heute. Hey.
Boah, echt, als ich da oben sah, dass da zwei waren und du sagst es genau in dem Moment, das sind zwei. Und ich denk so, fick die Henne. Ich dachte echt, boah, ey, du bist tot. Weil ich wusste, einen kann ich wegmachen mit der Pistole, weil ich auch noch Blutung hatte. Ja, wir müssen ganz nach Nord. Ich glaube, den einen, das war auch der Blutung, den ich schon mit der Blutung getroffen hatte, den du dann den Rest gegeben hattest. Ach, ich weiß es nicht. Crane links. Boah. War auf jeden Fall sehr schön. Mal ganz ehrlich. Das muss man nicht verstehen. Das ist witzlos. Die waren viel näher. Ja, das ist witzlos. Guck mal, wie weit wir weg waren. Die gehen hoch. Okay, Enten. Links von uns, glaube ich, einer. Links irgendwas knacken gehört. Hat sich angehört wie ein Lauf. Bist du das denn nicht bewegt? Nee, da läuft auch irgendwas, aber ich finde gerade heraus, ob es ein Zombie ist oder nicht. Ich sehe keinen Zombie, also pass auf. Irgendwo hier in der Nähe. Hinter dem letzten Brückenpfeiler. Habe ich auch gedacht. Oh, was hab ich jetzt für Ohren dank des Spawn-Fights? Da war's. Mhm. Der ist schon weggelaufen. Der ist schon weggelaufen. Ja, der ist hinten ins Feld rein. Doch! Kann sie selbst reinlaufen. Reicht nämlich nicht bis hier hinten. Er läuft tatsächlich selbst rein. Da ist er lang. Links hier heißt es aber auch aggro, das heißt, es könnten zwei sein. Er ist jetzt ins Feld hier reingelaufen, da hat er natürlich seinen Vorteil, ne? Abwarten. Ich habe nichts mehr zum Schmeißen. Ich habe einen Dynamit noch beim Booten bekommen. Ich glaube, er hat gerade was gebellt. Ich glaube, der ist weggelaufen. Dann gucken wir noch mal, dass wir uns in der Richtung safe halten. Oh ja, ist weggelaufen. Er ist weggelaufen, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Er hat schon gemerkt, wie wir uns angepirscht haben, dass das, dass er mit Profis zu tun hat, dass er da lieber sich verpieselt. Naja, das ist einfach, ich denke, das ist so einer, der hofft auf den Überraschungsmoment und wenn er den nicht bekommt, dann verpisst er sich.
nachts drin. Ach, wir sind ja schon da. Der Karte sieht das immer ja, so warte, aus. Halt dich zurück. Sie kommen hier in die Richtung raus. Ja, ich bin nur hinter den Steinen hier vorne. Einen da oben. Und auch sehr nah da in die Richtung. Da oben sind sie jetzt. Ja, ich sehe sie. Da. Komm gelaufen. Ich habe das Gefühl, die laufen außen rum. Ja, sie laufen außen rum da hinten. Von da hinten. Mit um 240. Ich sehe nix. Und haben dich, glaube ich, gehört. Ja, sind schon durch. Die stehen schon drin. Ja, sie sind gerade rein. Einer tot. Ich hab den zweiten. Das ist so vorne konzentriert, weil du da angelaufen bist, dass ich die von der Seite so weggekriegt. Geh raus, geh raus. Boah. Keiner da. Die Bertier ist, also die hat zwar, ist mit dieser Dreischussregelung, ist das echt eine scheiß Waffe, aber ja. Ja, die hat ein Aim, ne? Das ist der Hammer. Deswegen habe ich die gerne gespielt eine Zeit lang. Hast du den zweiten gelootet? Ja. Oh, alles frei. Das war ein Headshot mit der Wetterli. Puh. Das war aber echt nur auf Risiko jetzt gerade. Entweder ja, treffen sie mich oder ich treffe ihn, ne? Also war mir scheißegal. Bei mir auch. Und dann sah ich den Kopf so gerade so zwischen Reifen und Kistenstapel rausgucken. Ich denke so, jetzt kriege ich dich. Und dann Pam und Headshot. Der guckte zu mir, der guckte zu dir, der wusste nicht, was er tun sollte. Ich glaube, in deine Richtung hat er geschossen, ne, glaube ich. Da hast du geschossen. Er hatte in meine Richtung geschossen und ich hatte auch geschossen. Ja, okay. Das war das, was ich gehört habe. Er musste sich entscheiden, ne? Aber die Entscheidung hat schon zu lange gedauert. Ja, hat auch vorbeigeschossen. Ja, der war in Hektik, ist ja klar. Der war vielleicht auch sogar schon verletzt, ne? Durch die Bombe. Nee, war die Waffe weiter links. Ja, und die war schon gut platziert, Die war echt. Ich dachte einfach so, möglichst weit damit er reinfliegt. Damit sie raus müssen wieder. Ja, 6 Kills. Was soll ich sagen? Damit ist wieder mal alles gesagt. So, das Bounty-Team waren 2 und ein 1er. Ja, okay. Das ist. Aber Team 4, den 1er hatte ich ja geheadshottet.
Danach hat er Michael erschossen und dann hast du den erschossen. Ja. Ich habe 4 Kills habe ich diesmal. Nein, stimmt doch nicht. Musst du 2 haben. Ja, und eine Unterstützung. Ja. Dann hast du wahrscheinlich wirklich den gekillt, den ich mit der Dingsmuni gettet hatte. Dachte mir so, ja, wechselst du lieber darauf, da hast du wenigstens so eine kleine Chance. Als ich gesehen habe, das sind 2. Puh. Sehr geil. Und mal wieder Tribut zahlen. Oh, 10 Blutmarken. Die können sie sich aber am Popo schmatzen. Wieso? Die können schon was ausmachen. Stell mal vor, du musst 10 Blutmarken kaufen, oder nicht? Ja. So, Bossziel verstecke. Höllenhunde mit Feuerschaden. Okay, weiß ich gar nicht, ob ich hab. Noch 2 Emulatoren muss ich und ich hab die Schadensquest, habe ich erledigt. Ich kann schon wieder eine neue nehmen. Sehr schön. Sehr geil. So, eine Runde können wir auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden. So, 1 habe ich komplett erledigt. 2, kann ich jetzt mal 3? Nee, ich kann immer noch nicht 3. Ah, scheiße. Hab ich. Boah, Geldbeutel oder Kassen plündern. Oh. Das wird müßig. Wir machen was morgen. Arbeitet ihr im Garten? Ja. Soll ich dann muss direkt nach Grisse nicht fahren? Ja, ja, klar. Also, dich fahren ist schwierig morgen. Ja, ja, deswegen. Wegen von der Arbeit abholen. Mhm. Was nehme ich denn jetzt für eine Pistole? Weil dann suche ich mir direkt einen Bus nach Grisse nicht durch raus. Ja, das sagt es ja dann wahrscheinlich mit Zug und dann bis weiter. Ja. Weil der Bus braucht ja eine Stunde nach hier. Muss ja erstmal nach hier und dann muss wahrscheinlich in die 1. Obwohl, ne, die 1 fährt doch durch, oder? Ja, die 1 fährt durch. Dann kann ich auch einfach in die 1 mich setzen und durchfahren. Muss ich nur erstmal einen suchen, der pünktlich beim Aachener Busbahnhof ist. Mhm. So. Fächern. Hebelwirkung. Also Scharfschütze. Habe ich noch 4 übrig, was könnte ich da nehmen? Hast du schon Dings? Die Maske? Ja, habe ich schon, aber Alligatorbeine kann ich noch nehmen. Gut. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.